Höhere Mindestlöhne gelten künftig im Handel. Ein neuer Kollektivvertrag sieht mindestens 1.600 Euro monatlich vor. Betroffen sind davon etwa 400.000 Angestellte. Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich Wirtschaftskammer und Gewerkschaft der Privatangestellten darauf geeinigt. Die Verhandlungen über den neuen Kollektivvertrag waren zäh. 3 Jahre haben die Sozialpartner für eine Einigung gebraucht und heute Vormittag unterschrieben. Bei all den Schwierigkeiten, die wir gehabt haben, wir haben gestritten, gefeitet um jeden Beistrich. Ja? Die österreichische Sozialpartnerschaft hat mit dieser Regelung, die hier im Handel getroffen wurde, ein sehr großes und ein sehr deutliches Lebenszeichen gesetzt. Statt derzeit knapp 1.550 Euro verdienen Angestellte mit Lehrabschluss in Zukunft mindestens 1.600 Euro brutto für eine Vollzeitstelle. Damit will der Handel weg von seinem Ruf als Billiglohnbranche. Ich setze seit vielen Jahren auf gut ausgebildete Mitarbeiter, auf gute Fachkräfte. Ich zahle auch lieber ein bisschen mehr, weil diese Mitarbeiter motivierter agieren und auch viel, viel besser im Geschäft die Kunden beraten können. Vor allem Jüngere und Frauen sollen vom neuen Kollektivvertrag profitieren. Künftig werden Karenzzeiten auch bei Vorrückungen angerechnet. Jüngere haben höhere Einstiegsgehälter. Ältere dürfen nach dem KV-Wechsel nicht weniger verdienen. Allerdings wird in Zukunft die Einkommenskurve flacher verlaufen. Das heißt, die Gehälter steigen künftig weniger stark an. Bis 2021 müssen alle Handelsunternehmen in den neuen KV wechseln, mit der gesamten Belegschaft.